Und wir alle, der demokratische Teil dieses Hauses, setzt sich auch dafür ein. Denn mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus, die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten. Wer sich so gebiert, ist ein Rassist, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn Sie darüber bestimmen würden, das wäre ungefähr so, wie wenn man Rassisten das Ausstiegstelefon für Neonazis geben würde. Das wäre ungefähr so, wenn Sie darüber bestimmen würden, wer Deutsch ist und wer nicht Deutsch ist. Übrigens, wenn Sie die Nummer des Ausstiegstelefons für Neonazis brauchen, ich habe sie Ihnen, ich kann sie Ihnen gern zur Verfügung stellen. Kollege Özdemir. Nein, ich gestatte keine Zwischenfrage. Die AKP in Deutschland, die hat einen Ableger. Sie heißt AfD und sie sitzt hier, sehr geehrte Damen und Herren. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, Sie hatten ja vor kurzem einen politischen Aschermittwoch. Mich hat es eher an eine Rede im Sportpalast erinnert, sehr geehrte Damen und Herren.